Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 14. Und hier ist euer Otaldo-Dude, da seht ihr ihn, Dude-O. Und wir spielen gegen Hertha BSC Berlin. Platz 16 gegen Platz 2, also wir sind Platz 2. Und die sind jetzt so schwach, die müssten wir... Obwohl, Platz 17 sehe ich hier. Nee, was auch immer das heißt hier, die 3, habe ich wieder vergessen. Wir spielen auf jeden Fall gegen die und das wird ein tolles, sicheres Spiel. Ich bin ganz sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden. Und darum muss ich mir jetzt mal ganz laut hier gegen die Ansage anschreien. Unsere Mannschaft ist überhaupt nicht frisch, das macht aber auch nichts. Und wir haben als Heimmannschaft irgendwie wenig Vorteile, warum auch immer, ich weiß es auch nicht. Der Gegner spielt ein 4-2-3-1 oder so, ja. Emre Can grätscht hier entschlossen einen Gegner den Ball vom Fuß, ehe dieser einen gefährlichen Pass spielen kann. Okay, das ist sehr schön. Okay, gelbe Karte für Per Kluge. Taktisches Foul, heißt es so im Fußballer-Jargon. Okay. Na gut, weiterhin Konzentration hier, ne? Ich hoffe, die Frische geht bald in Ordnung. Matthias Ginter, 1,0. Okay, 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 sehr gut. Da kommt jetzt die erste Chance für uns. Die sieht sehr schön aus. Emre Can legt schön auf für Robbie Cruz. Oder, ja, auch für Robbie Cruz. Aber der verzieht. Fabian Lustenberger kommt zum Einwurf in die Nähe und will den Ball wegnehmen, den sie gerade aufgehoben haben. Wie gering reagieren sie? Umfallen und weinen. Nein, natürlich nicht. Wir lächeln. Otaldo Dude lässt sich da von Fabian Lustenberger nicht provozieren, als dieser auf ihn zugestürmt kommt und ihm den Ball wegnehmen will. Das ist bewundernswert. Ich hätte auch einfach hinfallen können, aber dann hätte ich mich irgendwie lächerlich gemacht. Das wäre bestimmt peinlich. So, Emre Can flankt von links. Karik blockt den Ball zunächst mit der Hüfte ab, aber Lars Bender spielt den Ball erneut raus zu Emre Can. Der nächste Versuch des dynamischen Mittelfeldspielers landet direkt in den Armen von Thomas Kraft. Das ist alles erschreckend belanglos. Ja, deswegen weiter konzentrieren. Gelbe Karte für Adrian Ramos. Das ist der Stürmer, Ramos. Ja, ja, sehr gut. Gelbe Karte, hau sie weg damit. Aber das bedeutet ja nichts. Nur weil man jetzt hier gelbe Karten kriegt, ist man jetzt nicht unbedingt gleich der Verlierer. Im Moment steht es ja noch 0-0. Das nach 42 Minuten. Jetzt kommt die erste Chance für Hertha BSC. Natürlich mit einem Konter, aber umständlich. Letztendlich schießt Ramos weit am Kasten vorbei. Das ist überhaupt nicht so schön, wie man es hier sieht, ne? 2 Minuten Nachspielzeit. Und da fragt man sich, wofür? Ja, weiß ich auch nicht. Ronny mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Yeah! Woo! Abpfiff, erste Halbzeit. War nicht besonders, ne? Da war eigentlich überhaupt nichts los. Das könnte eigentlich besser sein. Okay, wir haben Timo Werner hier. Der gerne mal spielen möchte, aber ich weiß noch nicht. Seid konzentriert, spiel konzentriert. So, wir versuchen erstmal hier zu motivieren. Sehr gut. Dann Staffelidis. Jo, wir können eigentlich den Rest hier mal so durchkneten lassen vom Computer. Und will ändern mal noch nichts an der Ausstellung. Oder gehe ich jetzt hier schon ein bisschen offensiver heran? Offensiv bist du ganz kacke. Ja, das sehe ich ein. Okay, wir haben hier Rolf ist noch auf der Bank. Sydney Sam. Das ist also nicht unsere Top 11, ne? Okay. Geht aber los mit einer Chance für uns. Das ist sehr gut, das freut mich. Lars Bender kommt problemlos an Franz vorbei. Doch Thomas Kraft kann retten. Das ist natürlich schön. Toll. Ecke von links, Castro. Eine Ecke von Castro fliegt in den 5-Meter-Raum, wo Toprak aus 5 Metern ungedeckt zum 1-0 eindicken darf. Die Berliner Innenverteidigung, Keeper Thomas Kraft sehen mal... da mal sowas von schlecht aus. Sehr schön, sehr schön. So, die Fans sind aus dem Häuschen. Ja, da bin ich auch sehr zufrieden. Das freut mich. Nächste Chance. Die Gangart von Hertha BSC Berlin wird jetzt etwas schlimmer oder rauer. Hosogai ist nach einer Ecke von Robbie Cruz einen Schritt schneller als Kiesling. Wir können eigentlich alle aufwärmen lassen. Ecke von rechts, Castro. Lars Bender verlängert die Ecke geschickt auf Kiesling.
der die Kopfballchance aus 4 Metern aber liegen lässt. 4 Meter! Wie kann man da denn das noch dann liegen lassen? Das gibt's überhaupt nicht. 4 Meter. Lars Bender sieht auf links Robbie Cruz, dessen Flanke Öztunali mit dem Kopf erwischt. Es ist Thomas Kraft zu verdanken, dass es nicht 2-0 steht. Okay. Gleich wird gewechselt. Da holen wir mal Sydney Sam rein, denke ich. Oh, eine schöne Chance. Kiesling bedient Robbie Cruz und der australische Nationalspieler trifft von der rechten Strafraumgrenze den Ball perfekt und lupft ihn über Thomas Kraft hinweg zum 2-0 in die lange Ecke. Weiter so, Freunde. Sehr schön. Momentan ist das eine äußerst einseitige Partie. Hertha BSC Berlin hat hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Nächste Chance. Oh, ho, 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 ho. Stefan Kiesling spielt da sehr mannschaftsdienlich und passt zu Emre Can, statt selbst zu schießen. Der Mittelfeldspieler aber verzieht überhastet. Den Text haben wir schon 7839 Mal gelesen. Deswegen lese ich ihn auch so vor. Eine ganz große Chance. Gutes Passspiel von Bayern 04 Leverkusen. Über 4 Stationen läuft die Kugel direkt gespielt durchs Mittelfeld. Kiesling wird dann letztendlich von Hosogai derart bedrängt, dass er den Ball verliert. Wir gehen in die Ausstellung. Spielerwechsel gibt es auch da drüben. Januzaj wird gewechselt. Und Stefan Kiesling, wir führen 2-0. Da können wir Werner mal reinholen. Timo Werner. Und wir wechseln ein Rolfes für Öztunali. Öztunali, ja, doch, das machen wir. Zack. Fitness 78. Also ich glaube, nächste Woche. Nee, wie viel Spieltag ist denn das jetzt hier eigentlich? Der 30. Ach, das sind ja nur noch 4 Spiele. Die wir hier nach. Also. Oh, das ist ja hier. Mensch. Krass. Bei einer Kopfballverlängerung aus dem Mittelfeld schläft Franz, so dass Lars Bender allein auf Thomas Kraft zulaufen kann. Franz setzt aber nach und kann den Leverkusen in höchster Not noch am Abschluss hindern. Ja, der Stadionsprecher gibt bekannt, dass der Ball der heutigen Begegnung von FM Arena gesponsert wurde. So, dann wird jetzt hier alles gewechselt. Wechseln, 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 wechseln. Jetzt ist, ah doch, sieht eigentlich ganz gut aus von den Noten, ne? Da sind viele 2 Komma drin. Das ist sehr schön, wenn unsere Teamnote unter 3 liegt. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Unter 3 liegen ist sehr, sehr gut. Die Fans rufen, Werkself, Werkself, yeah. Die Ärzte, Fabian Lustenberger, geht auf den rechten Flügel ab und wird von Stafelidis bedrängt. Der Schuss aus 20 Metern geht deutlich am Tor vorbei. Spielerwechsel, Sandro Wagner für Adrian Ramos. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die Mannschaft sich weit... verdammt, zweimal gedrückt aus Versehen. Ecke von links, Sydney Sam. Tolles Luftduell am kurzen Pfosten zwischen Lars Bender und Ronny nach einer Ecke von Sydney Sam. Am Ende kann sich natürlich wie üblich Ronny durchsetzen und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch bereinigen. Christoph Janker für Sebastian Langkamp. Wie hieß der nochmal mit Bayern? Carsten Janker oder so? Damals der Spieler. Timo Werner setzt sich im Mittelfeld durch und hat freie Schussbahn aus 26 Metern. Mit links zieht der eingewechselte Stürmer ab. Thomas Kraft muss sich gehörig strecken, um die Situation zu entschärfen. Aus 26 Metern. Ihr könnt ja nochmal in die Kommentare schreiben, wie der Spieler hieß bei Bayern. Ich meine, der war Carsten Janker, oder? An den habe ich mich irgendwie gerade erinnert. Weil der eine auch so ähnlich hieß. Ein Schussversuch von Sydney Sam aus 11 Metern kann Thomas Kraft souverän entschärfen. Irgendwie sind nur wir hier am Zug, ne? Komisch. Hajime Hosogai verliert vor dem Strafraum gegen Timo Werner den Ball. Der passt direkt zu Emre Can. Dieser umkurft am Strafraum locker Franz. Flachschuss ins linke Eck. Und auch Thomas Kraft sieht hier nicht wirklich gut aus. 3-0 durch Emre Can mit Vorlage Timo Werner. Spitze gemacht, Freunde. 80 Minuten. Super. Einfach nur super. Kurz vor der Tribüne ist mir egal. Super. Lars Bender sieht eine Lücke in der Berliner Verteidigung. Startet durch. Thomas Kraft verkürzt geschickt den Winkel und kann den Versuch eines Hebers problemlos fangen. Ja, sehr schön. Eine Chance insgesamt war hier für Hertha BSC Berlin, oder? Weiß ich nicht. Flanke, Robbie Cruz, Kopfball, Rolfes, Thomas Kraft kann parieren. Außerdem stand der Angreifer noch im Abseits, also es gibt doppelt kein Tor. Okay. Wird gleich abgepfiffen. Eine Minute noch. Rolfes mit einer 1,0. Sehr, sehr schön. Minute wird drangehängt und Schlusspfiff. Wir gewinnen. Sehr schön mit 3-0. Tabellenführer! Das habe ich auch noch nie gesehen, dass das da oben stand. Da müssen wir gleich mal schauen, wie das Ergebnis bei Bayern war. Das würde mich ganz interessieren. Also super Match hier auf jeden Fall. Rolfes 1,0.
Werner 3,0, er hat halt nicht so viel gespielt, aber eine Torvorlage gegeben. Finde ich, eine 3,0 müsste man da nicht geben, können wir auch gleich eine bessere Note geben. Egal. Kiesling, auch eine Torvorlage. Cruz, Chan und Toprak haben da die Tore gemacht. Sehr, sehr gut. Man of the Match, Emre Can. Mhm. Bayern verliert gegen Borussia Dortmund. 0-1. Ja, sauber. Damit hat Dortmund Punkte gemacht. Bayern keine. Wir sind wieder ein Punkt vor. Oh. Das ist aber gut. Das ist aber sehr, sehr gut für uns. Dahin kommen wir auch noch, dass wir solche Spiele noch klarer gewinnen. Mhm. Ich bemühe mich bei jeder leichten Berührung, bei jedem Zusammenstoß, bei jedem Foul im Gegner zuerst die Menschen zu sehen. Ja, okay. Emre Can heute in der Elf des Tages, genau wie Simon Rolfes, David Alaba. Mann, ey. Den hätte ich ja gerne im Team, ne? Aber 20 Millionen Marktwert, das wird schwer für uns. Wir sind auch 5,75 Millionen Gehalt. Sage da mal, ich glaube, das wird nichts mit und so weiter, ne? Ich glaube, das können wir uns in die Haare schmieren, oder wie heißt das? Durchschnittsnote 2,5, sehr, sehr gut. Da, oh, das sieht sehr, sehr gut aus. 2,5. Das freut mich. Lewandowski, diese Saison 33 Tore. Mann. So, die Ansprache wäre erfolgreich. Okay, Julian Schieber entscheidet das Top-Duell für Borussia Dortmund. Wer, wie bist du? 3 Sterne. Okay, anscheinend muss man nicht so der übergeile Macker sein, um auch Spiele zu entscheiden, ne? Das ist immer sehr cool. VfR Aalen, die entscheidenden Faktoren für den Klassenerhalt. Enthalt. Okay, Choreografie. Ein Fanclub fragt, ob sie die Choreografie für das nächste Heimspiel mit 1000 Euro unterstützen können. Ja. Yeldel durch Vertragssituation doof drauf, das ist aber ja so. Anfrage an Linksbums, Ansprache war toll. Emre Can, kann ich nochmal sagen. Großes Lob, super letztes Spiel. Jupp, die Mannschaft hat gut gespielt. Und Rolfes, kann ich auch nochmal sagen. Rede mal mit Spalsch. So. Was haben wir denen jetzt gesagt? Wir schauen mal auf den Kalender. Halbfinale, DFB-Pokal. Bundesliga, 31. Spieltag. Dann Halbfinale Meisterliga gegen Barcelona. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir rausfliegen werden. Dortmund, 32. Spieltag. Also das ist ja hier der absolute Oberburner. Meine Güte. Alles hintereinander. Wir haben doch hier noch so viel Zeit. Na, obwohl, das ist ja die WM, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Das stimmt wohl. Fitness. Training, was haben wir denn gerade? Wir haben hier das für die Gruppe 1. Ah ja, okay. Ja doch, machen wir das einmal so. Haben wir Fitnesstraining. Danilo von Porto zu Barcelona. Jupp. Jugendspiel entdeckt. 14-Jährige. 10 Sterne. Ja, Logo. Komm an Bord. Sehr schön, da gucken wir nochmal nach den Scouts. Also ich muss sagen, unsere Jugendarbeit ist mega klasse. So, also Emre Can. Hier sind da die Übeltäter, ne? Hilbert spielt ja auch nie, deswegen hat er auch keine Fitness. Trainingsgruppen, wir gehen jetzt mal nach SAM. Sagen mal... Ja, ich weiß noch nicht. Das wird jetzt sehr schwer, ne? Training. Was bringt denn mehr, wenn ich jetzt hier einen Tag freigebe? Individuell oder wenn ich Erholung mache? Das kostet ja alles Fitness. Und Fitness ist, das ist echt doof. Wie sehen wir denn hier in der Spielentwicklung? Da habe ich auch noch gar nicht reingeguckt, ne? Plus 125 Fähigkeitspunkte. Das ist gut. Minus 16, plus 73, jo.
Plus 0 im Moment. Jo. 32, 29, 37. Okay. Spite, ja. Plus 86, auch stark. Sehr stark. Timo Werner plus 17, ja, sehr gut. 21 Elfmeterpunkte dazu. Vollscheid. 144, uiuiui. Sehr schön. Zweite Mannschaft, was haben wir hier? Mal gucken, was unsere Megatalente sagen. Oh ja, plus 73. Taktisches Verständnis kam dazu. Brand nicht so stark, ne? Ja, dafür, dass er gar nicht so gut ist. Vom Talent her. Ja, Prinz Flügel. Der Chor ist ja verletzt. Aha. Wir haben was Interessantes hier noch bei, was richtig, richtig, richtig abgehendes. Puh, 102 Punkte. Ja, aber er ist auch nicht so stark, deswegen geht es auch so schnell. 125, sehr gut. Minus 6. Fabio Polter. Wieso entwickelt er sich zurück, weil er so schlechte Mitspieler hat, oder? Das wundert mich so ein bisschen. Auch nur 24 Punkte geholt. Sind die unterfordert? Kann das sein? Müssen wir die ausleihen an irgendwie einen stärkeren Verein oder so? Kann man das hier auch irgendwie sehen? Sind die unter... Oh! Hoho, plus 257. Krass. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass sie halt unterfordert sind oder so, ne? Dass das vielleicht ein Problem ist. Oder einfach, dass sie vielleicht schlecht spielen. Das ist ja auch durchaus möglich. Ganz kurz angesehen. Ein bisschen Frische holen. Für Schalke. Kalender? Ah ja, Schalke. Halbfinale DFB-Pokal. Bisschen Frische können wir noch brauchen, ne? Gut, dann machen wir das mal in alle Gruppen. Beziehungsweise wir teilen echt wieder auch nach Frische auf. Frische. Hier ist sehr wenig Frische. Hier ist Frische okay. Hier ist Frische perfekt. Die dritte Gruppe, die kann eher ein bisschen Technik mal oder ganz normal trainieren. Daddy York. Das Wolfschalt, das geht eigentlich, die kann normal trainieren. Hier ist Frische in Ordnung. Hier kann ein bisschen Fitness dazu. Okay, Training. Also Mannschaft 1 braucht Regeneration. So würde ich sagen. Und vielleicht ist es Erholung, Intensität, Erholung. Ja, die brauchen Fitness. War das so? Ja, so ein bisschen, ne? Fitnessparcours. Die Gruppe 2. Finde ich mal ganz cool, den Fitnessparcours. Oder so. Koordination. Trainingshügel. Trainingsgelände Stufe 14 voraus. Haben wir noch gar nicht. Okay, machen wir mal eine Runde weiter. Der Rest kann ganz normal trainieren. Scouting abgeschlossen. Jupp, sieht auch in Ordnung aus. So, DFB-Pokal gegen Schalke 04. Ja. Was haben wir denn noch? Schalke gegen uns. Hoffenheim gegen Freiburg. Okay. Castro fragt nach möglichen Verstärkungen. Nee. Oder doch? Also, das müsst ihr ja schon wissen, oder? Dass wir irgendwie... Oder haben wir irgendwie... Ich weiß es auch nicht. Das ist immer so eine blöde Frage. Ja, vielleicht. Das ergibt sich dann irgendwie in der nächsten Saison. So, was hat der Ausstellungsassistent? Vielleicht mal was Sinnvolles hier. So würde ich das doch eher sagen. So, Emre Can, ja, nicht fit und nicht frisch, aber es passt schon.
So, Palop. Ja. Staphylides. 73. Statt Böhnisch. Werner ist auch auf dem Feld, also auf dem Dings. Das ist gut. Östunali. Ist auch sehr gut gerade. Den können wir gerne, wir brauchen auch da defensives Mittelfeld. Januzaj kann sogar offensive spielen, das ist gut. Son ist nicht drinne, weil nicht so fit. Das macht uns nix. Der ist gut drauf, der darf spielen. Und wir öffnen da nochmal die Taktik. Ja. Siegprämie machen wir mal. 20.000. Weil es ja schon ein wichtiges Spiel. Und das nur, hier, Adam Salai oder Salai. Das einzige Sturmspitze ist natürlich Draxler, ne? Auch ein guter Spieler. Mann. Warum sind die alle so gut? Wir wollen die auch. Boateng. Kevin Prince Boateng. Warum ist er so gut? Goretzka. Auch ein sehr guter Spieler. Ja, naja. Das sind so die Standardspieler, ne? Brauchen wir ja nicht. Haben wir ja alles. Gut, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns also dann gegen Schalke gleich wieder. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss. Das war's auch erstmal mit dem Fußballmanager 14 und Bayer 04 Leverkusen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.